Hallo YouTube, hier ist der Noobifier. Und ich bin... In Star Citizen Live ging es dieses Mal darum, wie eine neue Entwicklung es ins endgültige Spiel schafft. Dabei waren Miles, Ahmed und Benoit. Hier ist alles, was ihr wissen müsst, in 2 Minuten und 16 Sekunden. Sobald ein Entwickler etwas verändert und die Veränderung prüft, verwendet er einen Leitfaden oder eine Liste, damit man eine Übersicht darüber hat, was für die neue Version alles aktualisiert werden muss. Die Entwicklung ist der zweite Schritt. Abhängig von der Größe der Veränderungen wird er unterschiedlich eingeführt. Zuerst wird die Veränderung intern getestet. Je nachdem, wie gut die Tests ausfallen, wird die Neuerung sofort auf allen Servern weltweit umgesetzt oder die Entwicklung besteht den internen Test nicht. Es gibt viele Veränderungen, die wir als Spieler deshalb gar nicht erst zu Gesicht bekommen. Miles meinte, dass das gleichzeitige Einführen vieler Veränderungen von unterschiedlichen Teams eine große Fehlerquelle darstellt. Benoit erklärte uns, warum der Delta-Patcher so heißt. Er prüft, welche Inhalte schon vorhanden sind und welche noch fehlen und ergänzt nur das fehlende Delta. Ahmed bestätigte, dass die Software nicht nur für uns, sondern auch intern eingesetzt wird. Weil die eingeführten Server und Sicherungssysteme so fortschrittlich sind, kann CIG 4 unterschiedliche Spielversionen gleichzeitig intern verwenden und testen. Unsere Spielserver werden je nach Bedarf und Spielerzahl zugeschaltet. Miles meinte, dass es zum Teil intern 10 bis 20 Spielversionen pro Tag gibt. Sie versuchen, möglichst viele Veränderungen zusammen zu testen, um Fehler zu vermeiden, die es in der endgültigen Version gibt, wenn alles zusammenkommt. Außerdem simulieren sie bereits im Vorfeld, wie sich die Veränderungen unter Last auf die Leistung auswirken. Bei einer neuen Veröffentlichung oder einer besonderen Veranstaltung im Spiel sollten sie also bereits darauf vorbereitet sein, dass gleichzeitig massive Spielerzahlen dieselben Systeme nutzen möchten. Ahmed meinte noch, dass für alle Tests die gleiche Hardware verwendet wird. So kann man im Voraus ausschließen, dass Fehler auftreten, weil zum Beispiel ein PC zu langsam ist. Ben gab zu, dass die problematischste Spielversion die 3.0 war. Sie enthielt ein Jahr Entwicklungsarbeit und den Delta-Patcher. Miles meinte, dass die 3.9 aus seiner Sicht sehr komplex und schwierig war. Außerdem sagte Ben, dass die Fleet Week ein Albtraum für ihn und sein Team war. Die Fehler, aus denen sie deshalb gelernt hatten, waren aber unbezahlbar. Die Einführung von iCache wird keine neuen Systeme bringen, sondern nur die aktuellen Abläufe effizienter machen. Ahmed freut sich jetzt schon auf die neue Hardware, die den Datenverkehr noch weiter beschleunigen soll. Außerdem bekommen sie neues Fachpersonal in diesem Bereich. Sobald ein Server einfriert oder abstürzt, werden seine Ressourcen automatisch innerhalb von Sekunden weitergeleitet und an anderer Stelle verwendet. Es gab noch eine Menge Diskussionen und Erinnerungen an die alten Spielversionen, die bisher veröffentlicht wurden. Das gab uns einen tollen Einblick hinter die Kulissen. Und das war's. Eine etwas andere Show, aber trotzdem sehr interessant. Guten Flug und wir sehen uns im Verse.